werden, wie ich es heut bin. Das war nicht immer so. Ich suchte ruhelos und hoffte eines bloß, es gibt dich irgendwo. Und es musste einfach so sein, dass jeder Abend kam. Zwei Blicke, die sich fanden, damit fing mein Leben erst an. Fehlst du mir so sehr? Wenn wir uns schon nicht sehen, will ich vom Schlafen gehen, deine Stimme. Und am nächsten Tag komm ich heim, ich halte es kaum noch aus, dich in den Arm zu nehmen. Ich freue mich heute schon darauf. Ich bin noch gar nicht fertig. Ist okay. Andi Borg. Okay. Danke. Wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben uns die Bälle immer ein bisschen hin und her geworfen. Jetzt nach langer Zeit nicht gegeneinander senden. Und weißt du, wie ich froh bin? Ja, dass du da bist. Ja, für mich persönlich war ja das auch als Sänger ganz furchtbar. Ich wusste, dass du im Fernsehen bist. Ich wusste, dass ich da jetzt... Ich habe es leider nie gesehen. Du schwitzt ein bisschen. Aber ich habe geduscht. Ja, du hast geduscht. Ja, ich habe geduscht. Weißt, es macht so viel Spaß, mit dem Mann auf der Bühne zu stehen. Schau mal, das sind Schweizer Freunde. Die haben uns auf einer Tournee gemeinsam erlebt. Da aha, sind die Schweizer. Ja, servus. Und die haben, weißt du, die haben einen tollen Vorschlag gemacht, dass wir beide wieder zusammen auf Tour gehen wollen. Wollen wir? Das ist eine gute Idee. Lass uns darüber nachdenken. Lass uns darüber nachdenken und verhandeln. Okay, das ist in Wiener, bei mir dauert es ein bisschen länger. Ah ja, du, wenn das nichts wird, rede ich wieder an am Donnerstag gegen dich, kann ich ja sagen. Aber wir gehen ja jetzt auf einen anderen Sendeplatz, auf den Samstagabend. Darüber freue ich mich natürlich wahnsinnig. Ich mich natürlich auch. Und ich glaube, die anderen Kollegen auch alle. Weiß nicht, wie das bei dir war, früher so in den 70er Jahren. Also ich bin immer total sauber vor dem Bildschirm gesessen bei der berühmten alten Hitparade. Ja, du auch? Samstag ist ja Waschtag, weißt du? Ja, richtig. Ja. Genau. Bei dir auch? Ja, natürlich. Ich meine, jetzt mittlerweile wasche ich mich am Freitag damit. Na, vielleicht können wir den Jungen umgewöhnen, denn jetzt ab heißt es wieder ab dem 24. Mai nach dem Bade Hitparade.